Und dann nehmen wir eine Atemübung, mit der wir so langsam in die Mitte kommen und uns ein bisschen zentrieren können. Wir verlagern von einer Seite zur anderen. Ja, ich sehe mich schon, ich bin sehr bunt. Ja, ich weiß auch nicht. Verlagern von einer Seite zur anderen. Lassen den Kopf ein bisschen mitgehen. Ein bisschen einschwingen. Und verlagern dann so ein bisschen von einer Seite zur anderen. Und kommen dann so langsam in unsere Mitte. Pendeln uns auf die Mitte ein. Finden unser Zentrum. Und gehen weich in die Knie, dass das Becken ein bisschen nach vorne kommt, die Wirbelsäule. Lang wird weich in die Knie gehen. Oberkörper weich und geschmeidig. Und wir nehmen die Arme mit zur Bergstellung. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Atmen ein. Und atmen aus. Einatmen und ausatmen. So ein paar Mal in eurem Tempo. Und gehen mit unserer Aufmerksamkeit in unsere Mitte hinein. Wer möchte, macht die Augen zu. Und wir nehmen mit den Füßen Kontakt auf zum Boden. Und verbinden uns mit der Erde. Lassen in Gedanken Wurzeln wachsen. Aus den Füßen raus. Bis tief in die Erde hinein, fest verbunden mit der Erde. Und von hier aus gehen wir in unsere erste Dehnung. Ich nenne das Himmel und Erde verbinden. Wir strecken uns nach oben, öffnen die Arme, die Hände. Öffne den Brustkorb und von hier aus rollen wir uns Wirbel für Wirbel runter. Lassen die Knie locker werden. Lassen uns runter hängen. Lassen den Kopf hängen. Und rollen langsam wieder hoch. Dann zum Schluss den Kopf wieder hochrollen. Strecken uns nach oben, öffnen den Brustkorb, atmet in eurem eigenen Tempo, langsam runterrollen. Okay, Himmel und Erde verbinden in eurem eigenen Tempo. Ich hätte gerne ein bisschen Musik dabei, aber mit der Musik, das funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Es ist gar nicht so einfach. Also, ich unterrichte ja schon lange mit Zoom. Das funktioniert hundertprozentig einwandfrei. Aber Twitch ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Ja, Samstagmittag ist eigentlich noch gar nicht so meine Zeit. Mir tut von der Woche auch ein bisschen die Knochen weh. Und ich versuche das so ein bisschen alles auszustretchen.
Und falls jemand zuguckt, gebt mal ein Laut von euch, schreibt mir was in den Chat, dass ich weiß, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt. Die Wirbelsäule. Im eigenen Tempo. Hoch und runter rollen. Die Knie noch ein bisschen weicher werden lassen. Ein bisschen durchrecken. Wer möchte, kann dann hier mal ein bisschen nach vorne laufen, in den abwärts schauenden Hund. Und lassen die Rückseiten der Beine noch etwas länger werden. Laufen auf der Stelle. Schieben uns weg, den Po hoch in die Luft. Schieben uns noch weiter weg und laufen wieder zurück und rollen uns langsam wieder hoch und rollen uns noch ein paar Mal hoch und runter. Kopf hängt an, Wirbel für Wirbel runterrollen, Knie locker werden lassen. Runterhängen, Knie weich werden lassen, den Brustkorb öffnen, und dann kommen wir langsam wieder zurück zu unserer Bergstellung. Ja, ich muss immer zum Chat laufen, zu gucken, was Greta mir schreibt, die mich da heute im Stream betreut. Und dann lösen wir alles auf und gehen langsam runter zu Boden. Setzen uns hin und gehen in den Schmetterling. Legen die Füße aneinander und suchen uns eine Position, in der wir gut sitzen können. Vielleicht hier die Wirbelsäule so ein bisschen rund werden lassen und wieder lang ziehen, dass wir hier diesen Punkt so ein bisschen beweglich werden lassen. Ziehen uns wieder lang und ganz rund und wieder lang. Und suchen uns dann eine Position, in der wir gut sitzen können. Ziehen uns aus dem Becken raus. Machen die Augen zu. Atmen. Durch die Nase einatmen. Und die Luft durch die leicht geöffneten Lippen wieder hinausströmen lassen. Und lassen die Innenseiten der Beine lang werden. Die Hüftgelenke sich öffnen. Im Rücken hier ganz lang bleiben.
Wer möchte, macht die Augen zu. Und wer möchte, zieht sich noch etwas weiter nach vorne. In die Dehnung hinein. Aus dem Rücken ein bisschen rausziehen. Rausrecken. Löse das wieder auf. Und dann strecken wir ein Bein nach vorne aus. Ziehen den Fuß ran. Ich mach das mal nach vorne. Ziehen uns aus dem Becken raus. Und wieder mit dem langen Rücken hochziehen. Nach vorne. Lassen die Rückseiten der Beine lang werden. Jedem Ausatmen noch ein bisschen weiter nach vorne dehnen. Und lösen das wieder auf. Nimm das andere Bein, ziehen den Fuß ran. Ziehen uns aus dem Becken raus. Dehnen nach vorne. Lassen die Rückseite vom Bein lang werden. Und lösen das auf. Und wir nehmen beide Beine, ziehen die Füße ran und ziehen uns aus dem Becken raus, dehnen nach vorne. Also Greta, wenn ich keine Musik nehme, dann ist Bild und Ton okay. Immer noch ein bisschen länger rausziehen. Und wer möchte, zieht sich noch etwas weiter nach vorne mit dem Ausatmen. Rausziehen und bleiben da und noch etwas weiter und lösen das auf und uns einmal zurück, lassen das Ganze einwirken, alles einmal durchrecken und kommen langsam wieder hoch. Okay. Ja, diejenigen von euch, die mein Video gesehen haben, anfangs der Corona-Zeit, da habe ich ja einmal mein Kurzprogramm auf Video verschickt an einige und das Ganze halt heute nochmal mit ein bisschen mehr Erklärung dazu, nicht einfach nur die Elemente, sondern auch so ein paar Erklärungen dazu. Ja, nach der Dehnung der Rückseiten mag ich gerne diese Dehnung der Vorderseiten. Ein Element, was sich nennt der liegende Held. Und wir starten einfach mal mit der Stellung des Kindes. Ziehen die Wirbelsäule ganz rund. Und strecken. Ganz rund.
die Wirbelsäule so ein bisschen aktivieren. Nimm die Atmung mit. Einatmen. Und ausatmen. Und wir gehen dann runter auf die Unterarme und schlängeln uns seitwärts durch. Die ganze Wirbelsäule seitwärts durchschlängeln, durchrecken. Monika, solltest du inzwischen mit dabei sein? Guck doch mal, ob du was in den Chat schreiben kannst, ob das so funktioniert. Und wir ziehen uns zurück. Lassen die Knie, Hüftgelenke weich werden. Die Arme weit nach vorne. Gehen mit der Stirn runter bis auf den Boden. Und komm langsam wieder hoch. Und setzen uns auf die Füße, gucken, dass wir die Fußgelenke weich werden lassen. Nach hinten aufstützen, den Brustkorb nach oben dehnen. Ah, wer möchte das Becken noch ein bisschen mit hoch? Ah. Und gehen wir krabbeln mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne, diese Puppy Pose. Und gucken, dass wir nicht mit der Stirn auf den Boden gehen, sondern mit dem Brustkorb. Das heißt, dass wir ein bisschen weiter nach vorne laufen mit den Händen und so weit runter gehen, dass wir mit dem Brustkorb auf den Boden kommen. Dabei ist der Po dann nicht mehr hinten auf den Füßen, sondern kommt ein bisschen nach vorne und den Kopf so ein bisschen hoch. Das heißt, hier runter und den Rücken lang werden lassen. Und komm wieder hoch. Also dieser liegende Held, ich mache den immer in so mehreren Stufen. Die ganze Vorderseite lang werden lassen. Und wer das haben kann, lässt die Knie so ein bisschen auseinander wandern, dass man sich praktisch mit dem Po zwischen die Füße setzen kann. Stützen uns auch auf Vorderseite lang, Brustkorb öffnen. Den Kopf nicht zu weit nach hinten, dass da die Wirbel nicht gestaucht werden. Und auch hier, wer möchte, das Becken einmal hoch. Ein bisschen weiter nach vorne. Wer das mit den Knien nicht haben kann, lässt das weg und macht das nicht mit. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück auf die Unterarme. Öffnen den Brustkorb. Der liegende Held. Können wir noch weiter runtergehen. Komm langsam wieder nach vorne. Und gehen noch einmal zurück. Brustkorb hoch.
Und zurück. Öffnen. Und komm wieder nach vorne. Gehen in die Stellung des Kindes, ziehen uns nochmal zurück. Und komm wieder hoch zum Sitzen. Drehen uns um. Hi Kittens, Greta, gib mir mal ein Shoutout. Guck mal, ob das geht. Kittens is a wonderful streamer. Räkelt alles durch. Und dann nehmen wir noch ein paar Krokodile. Legen die Arme zur Seite, ziehen die Knie zum Bauch an und legen die Knie auf die Seite, lassen die Arme und Hände am Boden und, wer es haben kann, mit dem Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Und wechselt die Seiten in eurem Tempo. Die ganzen Seiten lang ziehen. Atmet. Ja, bei Kittens solltet ihr mal reingucken. Er unterrichtet Kung Fu und Qigong und Atemelemente. Ich habe ihn ganz viel gesehen die letzten Tage. Yeah, I'm doing my streams in German because it's my native language. But the whole community on Twitch is so much in English, and I thought about doing some streams in English, but as it's not my native language, I'm not sure whether my English is good enough and everyone would understand me. But maybe I will try. Wenn ihr mögt, ruhig noch ein bisschen weiter in die Dehnung, das Becken noch ein bisschen weiter in die Dehnung reingehen, Schultern und Arme am Boden lassen. Und dann lösen wir das auf. Schaukeln seitwärts nochmal. Massieren die Rückseite vom Becken. Und dann räkelt alles einmal durch. Reckt euch, streckt euch. Schüttelt alles aus, Hände und Füße. Und komm langsam über die Seite, wieder hoch zum Sitzen.
could be. Greta, Ausrufungszeichen, SO, Leerzeichen und dann Add. Probier nochmal. Ach so, ja, hast du gemacht. Ha. The bot must, should be on. Okay. We have to try again. Ich schwinge noch einmal im Kreis. Nehmen den Kopf mit. Lassen uns hängen nach vorne. Und strecken uns. Über die Seite, ziehen die Seiten nochmal lang. Rollen über vorne runter. Und rollen runter nach vorne. Andere Seite. Und rollen runter über vorne. Noch einmal die andere Seite. Lang ziehen. Wenn es geht hier, ja, dann schaffe ich auch nicht, das Becken am Boden lassen. Lang ziehen über die Seite und dann über vorne runterrollen. Und rollen langsam. Wieder hoch, recken alles nochmal durch. Und rollen uns noch einmal zurück. Strecken alles nochmal aus. Recken alles nochmal durch. Alles, was euch gut tut, durchschütteln, durchrecken. Ja, das ist so mein Programm, was ich benutze, um mich wieder einzuräkeln oder Verspannungen aufzulösen, so als Test heute, der ja scheinbar funktioniert. Ups. Greta is speaking English very good. Okay. Ja, dann sage ich hiermit Dankeschön, Namaste für heute, für meinen fünften Test, der ganz gut geklappt hat. Mit der Musik, das funktioniert irgendwie noch nicht. Mit den Chat-Commands, das muss ich mir auch nochmal angucken und werde das jetzt lernen. Heute ist Samstag, morgen am Sonntag um 11 Uhr dann der erste Stream, der nicht mehr als Test läuft, wo ich dann versuche, wirklich alles hinzukriegen. Und wenn ihr mögt, seid wieder dabei. Und ja, ich werde sonntags immer ein bisschen ein Programm machen aus den Yoga-Stunden, die ich während der Woche in der Halle live und in Farbe gegeben habe. Und alles aber etwas langsamer und etwas länger und mit ganz viel Zeit und so ein bisschen wie heute die ganzen
Bewegung so ein bisschen eingeregelt und dass man wirklich dann Sonntagvormittag Zeit hat. Vielleicht auch alle Verspannungen der Woche, gerade auch vielleicht im Oberkörper, loszuwerden und so ein bisschen sich zu entspannen. Also alles etwas